Arzt. Die Geschichte. Kein Stift. Stift. Danke. Danke. Die Geschichte heißt Das Waldhaus. Ja, Wald, ja. Viele Bäume sind ein Wald. Ja. Das Waldhaus. Vor langer, langer Zeit, da lebte einmal ein Holzhauer. Ja, ein Holzhauer ist ein Mann. Er hat einen Bart. Warum auch immer. Ja. Ja. Ein Holzhauer. In Englisch ist das Lumberjack, really? Okay. Because it's Lumberjack is the name of So weißt du, was das ist? Yeah, I think it's I know. I think you have it. Ja, yeah, das ist das ist das Wort. Ich spreche kein Italienisch, vielleicht ist das auch falsch. Ah, Boscaiolo, ja. Boscaiolo. Okay, ja. Okay, gut, behalte es. Ne Bosco, ja, 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 okay. Okay, gut. Er war ein Holzhauer, ja. Und er lebte mit seiner Frau und drei Töchtern. Ja? Und eines Morgens wollte er in den Wald und seine Arbeit tun. Und da sagte er zu der Frau, ja, schick die älteste Tochter in den Wald und sie soll mir Mittagessen bringen. Ja, sie soll mir Mittagessen bringen. Und damit sie mich findet, nehme ich einen Beutel Beutel ist ein anderes Wort für Tasche. Ja. Nehme ich einen Beutel mit Linsen mit. Ja. Linsen. Und ich werde die Linsen auf den Weg werfen, auf den Weg streuen. Streuen, ja, werfen. Im Winter streut man Salz auf die Straße und er streut Linsen, damit die Tochter den Weg findet. Wo der Vater ist im Wald. Ah, okay. Ja? Sie soll ihn finden und ihm das Mittagessen bringen. Am Mittag ging das Mädchen los in den Wald. Aber die Vögel hatten die Linsen gegessen. Ja. Und das Mädchen wusste nicht, wo ist der Vater? Wo ist er hingegangen? Und sie lief in den Wald und lief weiter und weiter und weiter. Und sie verlief sich. Ja, okay. Sie verlief sich im Wald. Sie wusste nicht, wo sie war. Sie verlief sich. Ja, vielleicht kann man das so machen. Hier sind die Füße. Oh nein. Sie verlief sich im Wald. Als es Nacht wurde, bekam sie Angst. Ja. Und sie schaute und plötzlich sah sie ein Licht zwischen den Bäumen. Ja. Und sie dachte, da sind Leute. Ja,
da sind Menschen, da wohnen Leute. Und sie ging und sie fand ein kleines Waldhaus. Und sie klopfte an die Tür. Und eine Stimme Eine Stimme rief herein. Herein. Ja, komm rein. Herein. Okay. Komm rein. Und das Mädchen machte die Tür auf und ging in das Haus. In dem Haus saß an einem Tisch ein alter Mann. Ein alter, grauer Mann. Ja, mit einem langen, weißen Bart. Und es gab auch einen Ofen. Ja? Einen Ofen. Da ist ein Feuer drin. Ja, der Ofen. Das ist vielleicht so aus Stein. Und vor dem Ofen saß ein Hühnchen, ja? Ein Hühnchen? Na. Mm. So, ein Hühnchen, ein Hähnchen. Das ist auch, aber das ist bunt. Das ist dann der Mann. Der Mann, okay. Ja. Ja. Und eine bunte Kuh. Okay. So, eine bunte Kuh. Eine bunte Kuh ist nicht rot und gelb und grün, sondern eine bunte Kuh, bunt ist hier, sie hat Flecken. Ah, okay. Ja, das ist dann bunt. Und normal ist lila und gelb und blau, aber hier bunt ist weiß mit schwarzen Flecken oder weiß mit braunen Flecken. Okay. Ja, sie ist nicht Regenbogen. Mhm. Okay. Ja, so das ist hier bunt bei der Kuh. So, das Hühnchen, das Hähnchen und eine bunte Kuh saßen vor dem Ofen. Das Mädchen erzählte, ja, so wie ich erzähle eine Geschichte, und das Mädchen erzählte dem alten Mann in dem Haus, was passiert war. Und sie fragte, ob sie in dem Haus schlafen darf, schlafen dürfte. Ja, dürfte ist, kommt auch von darf. Sie fragte, ob sie in dem Haus schlafen dürfte. Und der Mann sprach, schön, ja, schön ist nicht hässlich, schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, bunte Kuh, was sagst du dazu? Das ist ein Quatschwort. Dux, antworteten die Tiere. Das ist kein richtiges Wort. Okay. Kein, das bedeutet das ist kein so. Deutsches Wort. Nein. Okay. Nein, das ist ein Tierwort. Okay. Ja, okay. Es bedeutet nichts. Okay. Aber es hieß wohl okay. Denn der Mann sprach weiter: Wir haben viel zu essen.
Herd, ja, an den Herd zum Kochen und mach Essen für uns. Ja. Und das Mädchen ging und machte ein Abendessen. Und in der Küche fand sie viel Essen, genug Essen für alle. Ja. Und sie machte eine gute Speise. Speise ist auch ein Wort für Essen, ja. Gerichte. Genau, ein Gericht, Speise oder Gericht. Ja, oder das ist Essen, das ist das Gleiche, ja. Sie machte eine gute Speise. Und sie trug, ist von tragen, ja. Sie trug die Schüssel auf den Tisch und setzte sich an den Tisch mit dem Mann und aß. Und als sie fertig war, fragte sie: Ich bin jetzt müde. Wo ist ein Bett, in dem ich schlafen kann? Und die Tiere antworteten: Du hast mit ihm, dem alten Mann, gegessen. Du hast mit ihm getrunken. Du hast an uns gar nicht gedacht. Nun schau zu, wo du bleibst in der Nacht. Ja? Sieh zu. Irgendwo. Uns egal. Ja? Du bleibst nicht hier. Aber der alte Mann sprach: Geh die Treppe herauf, ja, und du wirst ein Zimmer finden, in dem sind zwei Betten. Schüttel die Betten, wie bei Frau Holle. Ja. Schüttel die Betten. Ich schreibe das nochmal hier. Schüttel die Betten. Und ich werde auch kommen und mich schlafen legen. Und das Mädchen ging hinauf, und als es die Betten geschüttelt hatte, legte sich das Mädchen ins Bett und schlief. Und als der Mann nach oben kam, schaute er in das Zimmer und fand das Mädchen im Bett, schlafend. Ja. Und der alte Mann, der Alte, sah es und schüttelte den Kopf. Und er sperrte das Mädchen in den Keller. Ja, der Keller ist unter dem Haus. Hier ist das Haus. Und hier ist der Keller. Ja, unter dem Haus. Ja, da ist der Keller. Und er nahm das schlafende Mädchen und sperrte er sperrte das Mädchen in den Keller. Okay. Er sagte: Ich komme auch. Ja, ins Bett, in das andere Bett. Was? Aber ja. In das Zimmer, ja, vorher. Ja. Er sagte: Geh du, schüttel die Betten, ja, und dann komme ich und lege mich ins Bett und du legst dich in das andere Bett. In das andere. Aber das Mädchen ging hoch, schüttelte die Betten, in die Bett von mir. Ging in das Bett und schlief. Sie wartete nicht. Ah, okay. Ja? Verstehe. Ja. Und der Mann, schüttelte den Kopf. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Nahm das Mädchen und sperrte es in den Keller. Ja. Musst du warten. Der Holzhauer kam am Abend wieder nach Hause. Und er hatte großen Hunger.
er hatte kein Essen. Ja, das Mädchen verlief sich und kam nie mit dem Essen zu dem Vater. Und er kam nach Hause und seine Frau sprach, das Mädchen ist mit dem Essen hinausgegangen. Vielleicht hat sie sich verirrt. Verirrt ist auch das. Ah, okay. Ja? Ah, okay. Ja. Vielleicht hat sie sich verirrt. Morgen schicke ich die zweite Tochter. Ja, so macht man das. Ja? Ein Mädchen weg, wir haben ein anderes. Es ist okay. Okay. Ja? Zwei. Ja. Am nächsten Morgen stand der Holzhauer auf und wollte zur Arbeit gehen. Ja. Und er sagte, ich will einen Beutel, nicht mit Linsen mitnehmen, ich will einen Beutel mit Reis mitnehmen. Ja. Weil Reis ist ein bisschen größer als Linsen. Ja. Und ich streue den Reis und meine zweite Tochter, die mittlere Tochter, wird mich finden. Ja. Und so ging er in den Wald. Und am Mittag ging das Mädchen mit einem Topf Suppe in den Wald für den Vater. Aber auch am zweiten Tag hatten die Vögel den Reis gegessen. Und das Mädchen konnte den Weg nicht finden. Und sie verirrte sich. Sie verlief sich. Es wurde dunkel. Es wurde Nacht. Sie bekam Angst. Alles wie am ersten Tag. Und sie sah wieder das Licht zwischen den Bäumen und kam zu dem Waldhaus. Und wie am ersten Tag fragte sie auch den Mann nach einem Bett und nach Essen. Und wie am ersten Tag fragte der alte Mann wieder die Tiere. Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Und die Tiere sagten, Duchs. Okay. Und alles war wie bei der Schwester. Ja? Das Mädchen kochte gutes Essen und trank und aß mit dem Alten, aber es ignorierte die Tiere. Und als es nach dem Bett fragte, sagten die Tiere wieder, du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch zu, wo du bleibst in der Nacht. Aber der alte Mann sagte wieder, du kannst hochgehen. Ja, das ist ein Bett, schüttel das Bett. Und als es eingeschlafen war, kam der Alte und schaute mit Kopfschütteln. Denn auch die Schwester ging hoch, schüttelte das Bett, legte sich ins Bett und schlief. Sie wartete auch nicht auf den Mann. Und er sperrte auch das zweite Mädchen in den Keller. Zwei Mädchen im Keller, ein Mädchen zu Hause beim Holzhauer. Ja. Am dritten Morgen sprach der Holzhauer zu seiner Frau, schick heute unsere jüngste Tochter, die kleinste, ja, zu mir und sie soll mir Essen bringen. Sie ist sehr klug, ja, intelligent. Sie ist sehr intelligent. Sie wird mich finden, ja, aber ich nehme auch einen Beutel mit, oh, wo ist meine Grün? Da.
Dafür brauche ich grün. Ich nehme einen Beutel mit Erbsen. Mit. Denn Erbsen sind noch ein bisschen größer als Reis. Ja. Und er nahm die Erbsen mit und streute die Erbsen. Und als das Mädchen am Mittag losging, hatten die Vögel auch die Erbsen gegessen. Natürlich. Aber das Mädchen dachte, der Vater hat Hunger. Ich muss dem Vater Essen bringen und ihn finden. Und so lief sie auch in den Wald und fand den Vater nicht. Natürlich, sie verlief sich auch. Ja. Und als es dunkel war, kam auch sie an das Waldhaus. Natürlich, so ist das. Und es fragte freundlich, ob sie bleiben dürfte. Ja, ob sie bleiben dürfte. Und der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere. Schön Hühnchen, schön Hähnchen. Und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Dux. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen. Und sie streichelte die Tiere. Mhm. Ja, sie streichelte die Tiere. Sie streichelte die Tiere. Dann machte sie Essen und stellte die Schüssel auf den Tisch. Aber bevor sie sich hinsetzte und aß, sagte sie, erst brauchen die Tiere auch Essen. Und sie ging und sie holte Körner, ja, kleine Körner, Körner. Ja, ja. Sie holte Körner für Hühnchen und Hähnchen und Stroh für die Kuh und auch Wasser. Und sie gab ihnen auch Wasser, ja. Und erst dann setzte sie sich an den Tisch und aß und trank mit dem Alten. Nicht lange, da wurden Hühnchen und Hähnchen und die bunte Kuh müde. Und da sprach das Mädchen, sollen wir uns nicht schlafen legen? Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Und die Tiere antworteten, Dux, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast an uns alle gedacht, wir wünschen dir eine gute Nacht. Und da ging das Mädchen die Treppe hinauf und schüttelte die Betten. Und als es fertig war, kam der Alte, legte sich in ein Bett und das Mädchen legte sich in das andere Bett und schlief ein. Als es am Morgen aufwachte, war es nicht in einem Waldhaus. Es war in einem großen Palast. Oh, wow. Okay. Ja. Und das Mädchen dachte, es war ein Traum, ja. Aber es kamen drei Diener. Drei Diener. Sehr gut. Ah, okay. Okay. Ja. Es kamen drei Diener herein und fragten, was sie brauchte. Was brauchst du? Und das Mädchen antwortete, oh nein, geht nur. Ja? Ich will gleich aufstehen
und dem Alten Suppe machen. Und auch Hühnchen, Hähnchen und der schönen bunten Kuh Essen geben. Aber als es in das Bett von dem Alten schaute, war dort nicht ein alter, grauer Mann, aber ein Fremder. Ein fremder, schöner, junger Prinz. Okay. Ja. Ein Mann mit Krone. Ja, ein Prinz. Hurra! So schön, mit wallenden Haaren. Okay. Ja? Er schaute das Mädchen an und sprach: Ich bin ein Prinz und war von einer bösen Hexe verzaubert. Verzaubert. Zauber, ups. Zauber ist das. Ja, okay. Verzaubert ist. Ja. A spell. Mm. Ja. Er war verzaubert in einen alten Mann. Ah, ja. Ja. Aber er ist ein Prinz. Und auch seine Diener waren verzaubert in schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh. Okay. Das sind die drei Diener. Ja. Und er sagte: Ich musste alleine mit meinen drei Dienern, schön Hühnchen, schön Hähnchen und der schönen bunten Kuh, im Wald leben, bis ein Mädchen kommt, das nicht nur gut zu den Menschen ist, sondern auch zu den Tieren. Und dass sich auch, dass dem auch die Tiere wichtig sind. Ja? Du hast uns erlöst. Erlöst. Ja. Du hast uns erlöst. Du hast den Zauber gelöst. Ja. Ja. Er sagte den Dienern, die jetzt nicht mehr Hühnchen, Hähnchen und Kuh, sondern Menschen waren, sie sollten die Eltern des Mädchens holen. Aber das Mädchen fragte: Was ist mit meinen zwei Schwestern passiert? Und der Prinz sagte: Ich habe sie in den Keller gesperrt. Und sie werden so lange auf einem Hof, einem Bauernhof mit Tieren, ja, farm. Ja, okay. Sie werden auf einem Hof so lange arbeiten, bis sie sich auch um die Tiere kümmern, bis sie auch die Tiere nicht hungern lassen, bis sie auch mit zu den Tieren nett sind. Das ist die Strafe. Ja. Das ist das Ende. Okay.